Sehr geehrte Frau Stadtverordneten, Vorsteherinnen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Gäste auf der Empore. Fakt ist, dass in Netz und Qualität in den nächsten Jahren investiert werden muss. Es sind hier einige Gründe genannt worden. Ich nenne noch zwei weitere. Wir haben natürlich hier in Kassel einen Sonderfall, was Leitungen und benachbarter Trümmerschutt anbelangt. Das gestaltet sich in der Praxis gerade bei Neubau und Erneuerung in der Tat schwierig und kostet damit auch letztlich mehr Geld. Ein weiterer Punkt ist die Renaturalisierung bzw. der Rückbau von Brunnenquellen. Das kostet auch entsprechend Geld. Insofern ist das auch nachvollziehbar. Die Investitionen, die in die Zukunft getätigt werden, sind insofern tatsächlich nachvollziehbar. Allerdings kann man sich fragen, warum jetzt erst das Thema Investitionen in Netz und Qualität, warum werden jetzt erst die Berechnungen einigermaßen offengelegt. Wir sind aber der Meinung, dass diese Gebührenerhöhung keine Anreize zum Sparen schafft und insofern ökologisch kontraproduktiv ist. Des Weiteren sind wir nicht vollends von diesem Gebührenmodell überzeugt, da wir eine soziale Komponente anmahnen, beziehungsweise diese Komponente aus unserer Sicht nicht so gegeben ist. Wir haben hier in Kassel momentan 57.000 Single-Haushalte. Viele dieser Single-Haushalte sind Menschen, die, sagen wir mal, im Sozialleistungstransfer sich befinden. Es sind Studenten und es sind auch Leute, die eben nicht am sogenannten wirtschaftlichen Aufschwung mitpartizipieren. Insofern trifft diese Gebührenerhöhung diese Menschen natürlich über die Maßen. Und das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Das ist ein Kritikpunkt von unserer Seite. Gestatten Sie mir, Herr Kieselbach, etwas zu Ihrem Redebeitrag zu erwidern. Sie sind natürlich legitimer Interessenvertreter von Haus und Grund, aber es ist nun mal auch so hier in der Stadt Kassel, dass ein Drittel der Gesamtbevölkerung abzüglich sämtlicher Gewerbeflächen zwei Drittel der Gesamtfläche bewohnen. Insofern ist es natürlich nachvollziehbar, dass Hausanschlüsse, wenn sie denn erneuert werden oder wenn sie neu gebaut werden, entsprechend Geld kostet. Geld, was hier im Zentrum von Kassel so in der Form aufgrund der geografischen Lage gar nicht ausgegeben werden muss. Insofern ist das auch ein Stück weit, wenn es mir persönlich nicht übel, aber das ist ein Stück weit Jammern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ein Drittel der Gesamtbevölkerung bewohnt zwei Drittel der Gesamtfläche. Und wenn die Wege halt gerade bei den Hausanschlüssen lang und länger werden, je nachdem, dann kostet das Geld und dann spiegelt sich das wieder. Meine Fraktion wird diesen Antrag ablehnen. Ich persönlich werde mich enthalten. Es gibt Gründe, die gegen diesen Antrag sprechen. Es gibt allerdings aus meiner Sicht auch Gründe, wo man sich im Votum enthalten kann. Wie gesagt, wir sind nicht vollends von diesem Gebührenmodell überzeugt. Wir hätten uns auch gewünscht von der Firma WWC, dass man noch andere Rechenbeispiele mit einbezogen hätte in die jeweilige Diskussion, dass man nämlich dann auch mal transparente Gegenüberstellungen gehabt hätte. So ist ein Modell quasi uns vorgestellt worden, sowohl in der Betriebskommission wie auch im Finanzausschuss. Aber wir hatten nicht die Möglichkeit gehabt, alternative Modelle, die berechnet worden sind, zu besprechen. Das ist ein Riesenmanko, ist das. Dankeschön.